Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir haben in der letzten Folge unsere Tasche zurückerlangt. Wir haben ein bisschen mit Bärchen gespielt und Bärchen ist angepisst, weil Bärchen in Flammen stand. Und jetzt müssen wir mit den Pionieren klarkommen, was aber gar kein Problem ist, außer dass es natürlich mitten im Tage ist und ich gesehen werde. Und was haben wir denn hier? Ach, ein bisschen Munition. Danke. Haben die mich schon gesehen? Nein, habt ihr nicht. Ja, das ist das Problem, wenn man tagsüber rumläuft. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Ja, lasst uns einen Zahn zulegen. Haut rein. Jetzt finden sie natürlich die Leiche. Ist ein bisschen blöd. Aber er könnte auch von alleine gestorben sein. Da hinten pfeift zum Beispiel einer rum. Wir werden hier nicht schleichend vorankommen können, weil es mitten am Tage ist. Aber vielleicht können wir da oben schlafen. Einfach in der feindlichen Siedlung ein bisschen schlafen. Es ist eine richtig gute Idee. Die hängen da immer noch irgendwo ab, ne? Ah, schönes Visier. Also schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Da hinten hat jemand durch die Gegend gepfiffen. Da räuchern die auch irgendwas. Können die von Station zu Station gehen? Ohne dass die mich sehen. Aber ich würde ehrlich gesagt ganz gerne da vorbeischauen. Aber ich sehe da niemanden. Aber ich habe ein Gepfeife gehört. Ja, hier kann ich wahrscheinlich nicht runter, ne? Nee. Wie kommen die überhaupt hierher? Jedes Mal den ganzen Gang entlang und dann mit den Seilen rüber? Nein, tue ich nicht. Also halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich wollte nur behilflich sein. Der löst sich bestimmt. Du hast schon einmal geholfen. Du kannst von Glück reden, diesen Arm noch zu haben. Dann habe ich halt einen Fehler gemacht. Soll ich jetzt für den Rest meines Lebens hier sitzen? Waren die Abzeichen etwa Zeitverschwendung? Zeitverschwendung? Natürlich nicht. Mit der Bewachung dieses Wegs leistest du wichtige Arbeit. Dieser Typ ist nicht alleine hergekommen. Was glaubst du wohl, warum ich die Fallen aufstelle? Das habe ich mir schon gedacht. Der Rat versammelt sich nur, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt. Hast du übrigens eine Falle am Eingang zum Lager gelegt? Na klar, das war das Erste, was ich gemacht habe. Was ist mit der Höhle? Welche Höhle? Was meinst du mit welche Höhle? Die hinter dem Tümpel an dem Flüsschen. Sie führt direkt zum Lager. Ich weiß, wo sie verläuft. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ich mach das hier fertig, dann bringe ich die alten Fallen am Weg in Ordnung und zum Schluss die an der Höhle. Klar, deine Sache. Wenn die Eindringlinge allerdings durch die Höhle zum Lager gelangen, wird dein Arsch mindestens eine Woche lang auf der Veranda des Hauses vom Lehrmeister trocknen. Hör mal, du gehst mir gerade so richtig auf die Nerven. Ich weiß es. Halt endlich die Klappe. Wie du willst. Hab's für dich erledigt. Alles gut. So ein Arschloch. Sitzt die ganze Zeit da, bohrt in der Nase und erzählt Scheiße. Verdammter Klugscheißer. So, wir gehen also durch die Höhle, weil am Eingang von dem Lager hier ist eine Falle. Aber wenn wir hier schon ein bisschen Ruhe haben. Was haben wir bekommen? Oh, Kompobogen. Nehme ich. Eigentlich kann ich die Stabilität beibehalten, ne? Ach, das ist die Helsing.
Helsing, ja. Ist richtig. Gab's auch schon in den anderen Teilen. Nur da war sie ein bisschen größer. Gibt's hier keine Schnur? Höhle. Da irgendwo eine Höhle? Durch den Tümpel komme ich ja nicht. Es sei denn, ich kriege da entlang. Dann ist eventuell da eine Höhle. Oder meint er das Ding? Er ist runtergefallen. Scheiße. Aber vielleicht ist das gut. Vielleicht sieht ihn da niemand. Könnte sogar perfekt sein. So, Tümpel. Einzige, was ich als Tümpel bezeichnen würde, ist halt hier, der Teil hier. Ja? Das heißt, da wird wahrscheinlich eine Höhle sein. Nehme ich jetzt mal stark an. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Führt mich das direkt ins Lager? Ich weiß es nicht. No risk, no fun. Das führt mich direkt ins Lager. Scheiße. Oh, Schwein gehabt. Ich weiß nicht, was das bringt, aber es wird auf jeden Fall sehr auffällig sein. Wie, ihr seht mich? Ihr könnt mich nicht sehen. Aber ich habe die Tür zugemacht. Kein Schwein kann hier reinkommen. Oh, dadurch habt ihr mich gesehen? Ja, geil. Jetzt hänge ich hier. Das war nicht der Plan. Aber es war auch nicht Nacht. Nachts hätte ich viel mehr reißen können. Von wo? Irgendwie sehe ich sie nachts besser als tags. Ernsthaft. Ich würde am liebsten laden. Letzten Checkpoint. Was ein Scheiß. Okay, Tür nicht runter. Sonst, ich am Arsch. Ich würde halt gerne nachts hierher kommen und nicht tags. Oh, ich bezweifle aber stark, dass ich hier irgendwo ein Bettchen finde, mitten im Lager, das mir helfen würde. Ach scheiße, direkt beim Tor. Ach, denn deren Kompost ist hier. Okay, aber hier bin ich teilweise in Sicherheit. Seht ihr, das wäre richtig perfekt gewesen, von der Seite da hinten aus. Oh shit. Warte eine Sekunde. Danke. Kein cooler Platz zum Campen. Wohl eher schon hier.
glaube, die wissen immer noch, wo ich bin. Die können mich nicht sehen. Ich bin hier, ich will nicht sagen unsichtbar, aber nicht sichtbar bin ich hier an dieser Ecke. Will ich nur mal sagen, ne? Und ich vergaß, dass ich nur einen Schuss habe. Dass ich das umgestellt habe. Au. Ich glaube, meine war besser. Wir sind genau dieselbe. Aber ich weiß ja nicht, ach so, ah, okay. Meine habe ich immer noch dabei. Von wo? Gefunden. Okay, wo ist der Rest? Was für ein Arschloch. Um die Ecke gekämmt. Ich muss mal ganz kurz craften. Ja, ich bin gleich wieder bei euch. Ernsthaft? Ich glaube, hinter mir wird geschossen, ne? Was für ein Penner. Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Das, wo schießt er denn? Und dann habe ich ihn gehört, wie er gequatscht hat. Ich habe gedacht, der vor mir hat mich die ganze Zeit auf mich geschossen. Viel zu viele. Oh, ich hätte mich hier am liebsten durchgeschlichen, aber ich habe es natürlich verkackt. Oh, die Toilette steht offen. Huch. Ihr seid Penner. Ich will doch nur scheißen. Oh, ich verbrauche hier so viele Ressourcen. Das gefällt mir gar nicht. Wo sind die Schweine? Jetzt geh da rauf. Wäre es Nacht gewesen, hätte ich euch alle abgemurkst. Silent Killer nennt man mich auch. In den Kreisen. Oh, hier fühle ich mich wohl. Das habe ich gesehen, Dude. Meinst du, du kannst mir entkommen? Vielleicht. Na komm, streck dein Köpfchen raus. Der Cheater! Habt ihr das gesehen, wie er seinen Kopf bewegt hat? Das ist unglaublich, ey. Dem konntest du nicht ausweichen, wa? Ich sehe hier alles so rumflattern und alles. Ich kann gar nicht deuten, wo die überall sind. Erst wenn sie mich treffen. Oh, da ist jemand runtergefallen. Ich sehe den Eindringling. Er ist bei der Säule. Ich hab den Streu gesehen. So. Weiß zwar nicht, wo der Rest ist, aber den werde ich noch finden. Erstmal hätte ich gerne meine Munition zurück. Dankeschön. Na, wie gefällt euch das, hä? Ich habe euer Essen erschossen. Ja, ihr werdet nicht lange überleben, ihr Deppen. Wo kam das? Ich höre es schießen, aber ich sehe nichts. Von wo? Wir können hier nicht mehr reden, der muss verdammt weit weg sein.
habe ich dich. Hast gedacht, du kannst dich verstecken, ne? Ich selber nicht. Ich find's gut, dass die meisten so gut wie keine Waffen haben. Sondern einfach nur diese, den Helsinki. Oder Helsing, nicht Helsinki. Tora, deine Jäger haben gute Arbeit geleistet. Wir sollten ihnen eine Pause gönnen. Sollen sie für den Anfang 50 Kiefern fällen und entästen? Der Gebieter scheint schlechte Laune zu haben. Wir verstärken den Palisadenzaun besser. Und die Stege ebenfalls. Ach ja, wir sollten auch noch etwas Kiefernharz einsammeln, denn sie benutzen die Flaschen nur allzu gerne. Aber aus irgendeinem Grund überlassen sie die Herstellung ausschließlich Eugen. Das sollte zum Aufwärmen reichen. Wenn sie damit fertig sind, gibt es noch genug zu tun. Roman. Ah, ist das Romans Zuhause hier? Ich kack dir in die Ecke, ey. Muss hier erstmal mein Loot wieder zusammenkriegen, was ich wegen euch verschwendet habe. Gut, leider Gottes wissen wir, dass da hinten noch ein paar mehr sind. Also, allzu früh ist das nicht vorbei. Aber hier üben die Schießen. Cool. Ach, hier. Das ist doch keine Höhle. Aber hier kommt man einfach rein. Guckt's euch an. Fast schon geschenkt. Was? What the fuck? Was war das denn? Ich glaube, ich habe einen Headshot oder so kassiert. Ich weiß es nicht. Plötzlich war ich weg. Die Schweine. Gut, wir wissen aber, wo auf mich geschossen wird. Trotzdem will ich gerne den Loot einsammeln. Kleine Ausgeburt der Hölle, wo bist du? Ich weiß, dass du da an der Ecke bist irgendwo. Schlechtes Timing. Okay, am besten wir gehen ins Haus. Ach, die Schweine leben wieder. Habt ihr Glück gehabt. Diesmal lasse ich sie am Leben. So, aber die Dosen nehmen wir mal mit. Auch wenn wir nie welche benutzt haben bisher. Aber eines Tages werden wir. Ah, da hängt er. Nennst du mich ein feiges Huhn? Hä? Ihr habt's alle gehört, er hat Bock, Bock, Bock gemacht. Oh, schön an die Wand genagelt. Was ist los? Will keiner mehr von euch hängen? Zumindest den finde ich immer wieder. Der sieht so aus, als würde es ihm noch gut gehen. Haben wir irgendwas zum Einsammeln hier? Nice. Okay, hier schreibt einer, aber er hat es nicht mehr geschafft, zu Ende zu schreiben. Schade, ich hätte es mir gern durchgelesen. Irgendwer heult da doch rum. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich würde euch auch auf jeden Fall nicht töten, versprochen. Huch. Ich glaube, er wollte gerade was sagen. So, was haben wir denn hier so Schönes? Sprengpfeile. Nehmen wir mal ein paar mit. Den machen wir mal sauber. Alles andere geht's gut, ne?
Dein Kompass an deinem Armschutz zeigt immer in die Richtung, die du einschlagen musst. Ach. Die Kinder sind jetzt erwachsen. Sie haben eine sich selbst versorgende Kommune im Wald aufgebaut. Sie haben sich bei zahlreichen Begegnungen mit Tieren und Menschen, die schlimmer waren als Tiere, erfolgreich verteidigt. Sie stellen sogar recht komplexe Waffen her, die sie heimlich und völlig unabhängig entwickelt haben, um mir anschließend den fertigen Prototyp zu präsentieren. Gleichzeitig respektieren sie aber noch den Kodex, der inzwischen etwas wie eine heilige Schrift für sie geworden ist, während ich nach und nach zu einer Art Messias werde. Ich habe ihnen alles vermittelt, was ich konnte, und jetzt wird es wohl Zeit abzutreten, bevor das zu weit geht. Sie können jetzt auf sich selbst aufpassen. Der Lehrer Messias. So, was haben wir bekommen? Nichts, was wir nicht schon hatten, ne? Ja. Den Komporbogen hatten wir bereits. Kann ich den von hier aus erschießen? Offensichtlich ja. Ich wollte gerade sagen, da lebt doch einer, oder? Nee, der steht einfach nur. Freut sich seines Lebens. Oder auch nicht. Weil er lebt nicht mehr, ne? Also. War vielleicht schlecht ausgedrückt. Will ehrlich gesagt nicht runterspringen. Hängst du da immer noch? Die Teile kann ich gebrauchen. Wo sind denn die Frauen und die Kinder? Kann ich hier schlafen? Oder? Ich meine, würden mich wahrscheinlich einfach erstechen, wenn die mich da liegen sehen, aber cool wäre es trotzdem gewesen. Ich glaube, die Frauen und die Kinder sind da oben. Na gut. Es kann uns aber egal sein. Was sind das überhaupt hier für Schulen? Ich meine, an sich sind das coole Schulen, ne? In so Baumhäusern. Also hier würde ich mich auch sicher fühlen, schön weit oben. Gesichert vor den Bären, wobei der Bär kann eigentlich überall hin, wo er will. Oh, ach, hier bin ich schon wieder hier. Okay. Das heißt, ich hätte auch locker hier lang gehen können. Überall diese Schleichpfade, die ich hätte nehmen können. Oh, schön wäre es gewesen. Ist hier irgendwo noch einer? Ich weiß, dass da hinten irgendwo noch einer abgammelt, aber der kam ja nicht rein. Habe ich ja nicht reingelassen. Guck mal, wie schön die das hier haben. Hätten die bloß nicht uns gefangen genommen, dann wäre jetzt alles noch in Ordnung gewesen. Heile Welt. Und jetzt? Tote Menschen. Habt ihr selber Schuld. Ihr hättet auch einfach so tun können, als würdet ihr mich nicht sehen. Ich hätte euch ja gelassen. Ich hätte euch vielleicht ein bisschen K.O. geschlagen, aber so war besser als zu sterben. Du hast gewonnen. Seht ihr, der macht das richtig. Der gibt auf. Ich komme zur letzten Prüfung. Hallo, Vogel. Hallo, hallo. Mach dir Licht an. Du bist doch eine Krähe, du kannst nicht Hallo sagen. Krähen können nicht reden. Waschen kann ich mich alleine. Hier ist irgendwo jemand anderes, der Hallo sagt. Nein, nein, ich höre einen Bär. Nein, 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 nein. Ob es ihn gestört hat?
Ich habe ja gespeichert. In der letzten Sekunde. Ich wollte es einfach mal riskieren. Gucken, wie aggressiv er wirklich ist. Au! Du Mistvieh! Ich glaube, ich bin vergiftet. The fuck? Kleine Kackbratze hat mich einfach gebissen. Lebt hier irgendjemand? Angegriffener Brief. Liuda, ich glaube nicht wirklich daran, dass du diesen Brief findest, aber ich verstecke ihn trotzdem an der abgesprochenen Stelle. Komm nicht zurück. Egal wo du bist, es ist immer noch besser als hier. Ich dachte, du machst einen Fehler und würdest es merken, aber ihr seid keine Feiglinge. Nur weil ihr damals nicht geschossen habt. Ihr seid Menschen geblieben, während wir, die wir geschossen haben, naja, wir dachten, wir würden stärker werden, im Recht sein und nichts falsch machen. In Wahrheit aber sind wir Monster geworden. Die Plünderer sind oft hergekommen. Wir bekämpften sie schon so lange, ich mich erinnern kann. Wir haben sie getötet und das Land, und das fand ich in Ordnung. Aber jene zu ermorden, die sich ergeben, bis zum letzten Mann? Seit damals versuche ich, meine Hände vom Blut zu befreien. Mit Sand, mit Asche, nichts hilft. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber es tut mir wirklich leid, dass ich damals nicht mit dir gegangen bin. Guck mal, er zeigt in die Richtung. Soll ich da wirklich lang gehen? Da war ich noch gar nicht im Hauptlager. Vielleicht das war nur ein kleiner Außenposten oder was? Oder schlage ich mich immer noch zum Damm vor? Da ist ein Fragezeichen. Verdammt. Es wird die Höhle sein. Na gut. Ich glaube, so schnell kommen wir nicht da zurück. Seht ihr, dieses Level-Design mag ich. Es hat halt einen Anfang und ein Ende. Und wir laufen halt durch. Also nicht durchrennen, sondern durchgehen. Wir gehen durch. Ich habe kein Nachtvisier. Mein Visier, mein Nachtsichtvisier ist weg. What? Warum? Na gut, das hilft jetzt wenig. Hilft ja nicht genauso wenig. Zerknüllte Notiz. Hey, das ist von mir. Leute, ich bin mit etwa 30 Banditen auf dem unteren Bahnhof. Ich habe sie von der Straße weggeführt, kann sie vielleicht noch eine halbe Stunde aufhalten. Verliere zu viel Blut. Den Kleinen schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst würde er nicht gehen. Viel Glück, Leute. Zero, go. Go, Zero. Go, Zero. Das bin ich gewesen. Ich war ein Held. Aber leider gibt es nur einen Zero. Deswegen verschwindest du in der Nacht. Und Freunde, ich würde sagen, bevor wir hier die Leiter hochklettern und gucken, was da so abgeht, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht warte ich hier auch, bis die Nacht einbricht. Mal gucken, wir haben ja kein Hungergefühl oder so. Haut rein, euer Zero. Tschüss.